50 Abonnenten! Wuhu! Hände ans Lenkrad. Das ist keine gute Idee. Ich bin so aufgeregt. Ich liebe euch. Ich bin vollkommen fertig mit den Nerven. Da schaut man auf YouTube. Nichts ahnend. Und plötzlich poppt einem die 50 entgegen. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin fassungslos. Ich glaube, ich wiederhole mich recht oft, aber es ist einfach so. Vielen, vielen Dank zuallererst natürlich an euch für euren Support und für eure Kommentare, für jedes Like, das ihr hinterlasst und auf Instagram und ich weiß es nicht. Also ich bin sehr, sehr dankbar. Ich nehme das auf gar keinen Fall für selbstverständlich. Gerade weil es ja noch nicht lange her ist, dass ich über locker 3 Monate fast täglich alleine vor meiner Kamera saß und einfach keine Abonnenten hatte. Und ich hätte zwar auch nicht gedacht, ganz ehrlich, dass ich jemals 50 Abonnenten haben werde, aber vielleicht, dass sich zumindest ab und zu mal so 1, 2 verirren, hätte ich dann schon gedacht. Und das ist natürlich schon gerade am Anfang sehr frustrierend, wenn du so eine Idee hast und dann brennst du voll und denkst dir, boah, was mache ich jetzt? Und dann hängst du dich rein. Und natürlich dauert alles ewig, weil du hast ja am Anfang noch gar keine Ahnung, wie irgendwas läuft. Ja? Wie läuft es mit dem Video aufnehmen? Wie bearbeite ich die dann? Was benutzt man für ein Schnittprogramm? Wie funktioniert das? Wie mache ich überhaupt auf YouTube einen Channel auf? Wie geht das? Was muss ich da machen? Wie lädt man Videos hoch? Und so weiter und so fort. Also ich saß stundenlang und tagelang vor meinem Equipment und habe dann einfach immer rumversucht und war sehr oft sehr frustriert und genervt. Aber gut, das ist immer so, wenn man was neu lernt. Ja, und irgendwann wurstelt man sich durch und irgendwann funktioniert es dann. Aber natürlich wünscht man sich, dass das ja auch einfach jemand sieht und ja, vielleicht auch toll findet und dem das auch gefällt. Und wenn man sich so massiv irgendwo reinhängt und sein ganzes Herzblut da reinsteckt und dann nach Monaten keine Views, keine Likes, geschweige denn Abonnenten, also einfach so gar keine Resonanz, dann ist das schon schwer, sich zu motivieren, sich wieder hinzusetzen, in dem Wissen, dass man jetzt wieder mindestens 3, 4, vielleicht sogar 5, 6 Stunden vor dem ganzen Gedönse verbringt, um ein Video fertig zu machen. Und ich meine, ihr kennt ja meine Videos, ich habe ja jetzt sicherlich keine mega aufwendigen mit irgendwie 1000 Pop-Ups und was weiß ich, was da andere für Übergänge und sonst was da alles sich da reinarbeiten. Daher halte ich mich ja relativ simpel, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Auch zu Recht aber, oder beziehungsweise nicht zu Recht, auch bewusst, weil ich denke, es kommt ja immer auf den Inhalt an und wenn man zu viel Gedönse drumherum hat und Farben und Bing und Bö, dann lenkt das eher vom Hauptthema ab. Und ich meine, wenn ihr irgendwie verrückte, bunte Sachen sehen wollt, dann könnt ihr euch SpongeBob anschauen. Das bin ich nicht da, sondern ich möchte hier einen gewissen Inhalt vermitteln und das geht auch ohne. Ich finde, so Effekte sind immer ganz süß, mal ein bisschen zum Hintermalen. Wenn es gerade passt, mal so ein bisschen eine witzige Situation, dann mache ich auch gerne mal so einen kleinen Soundeffekt rein oder natürlich Schrift zum Erklären. Wenn man jetzt einen Preis einblenden will, den man vorher nicht wusste oder so, aber ich versuche es relativ dezent zu halten. Liegt auch daran, weil ich alles andere einfach auch überhaupt nicht kann. Ein paar Sachen habe ich schon probiert, aber irgendwie, ja, ich arbeite immer noch, ein halbes Jahr ist es her. Ich bin immer noch ganz an den Anfängen, was mein Bearbeitungsprogramm betrifft, aber naja, kommt Zeit, kommt Weisheit und Kenntnis. Ja, jedenfalls nochmals 1000 Dank. Ich bin, ja, es ist einfach schön, dass das bestätigt wird, dass ihr das auch schön findet. Und ich habe ja in meinem allerersten Video gesagt, der Grund, warum ich das mache, ist natürlich nicht, um berühmt zu werden, weil dann wäre ich spätestens nach diesen 3 Monaten sicherlich raus gewesen, weil ich mir gedacht hätte, F you, das macht keinen Sinn. Sondern einfach, dass ich hoffe, dass Leute ein bisschen Spaß haben an dem, was ich mache und sage und vielleicht sogar den ein oder anderen Tipp mitnehmen, der hilfreich ist für sie. Und was man so aus den paar Kommentaren rausgelesen hat, die ich bis jetzt bekommen habe, ist das der Fall, dass sich Leute freuen oder vielleicht auch einfach nur Spaß an meinem Video haben. Und das ist tatsächlich einfach für mich das größte Geschenk. Und ja, einfach jemandem einen schönen Tag oder was heißt einen schönen Tag? Einfach jemandem ein paar schöne Minuten machen zu können. Also
Also wenn du dir das Video anschaust und vielleicht irgendwann mal sich ein kleines Grinsen auf dein Gesicht gestohlen hat, dann reicht mir das schon vollkommen aus. Dann bin ich da schon happy. Und ja, ich muss sagen, meine YouTube-Experience hat sich gelohnt. Dank euch. Ich meine, ich hätte es so oder so gemacht, weil es ist wie generell mit solchen kreativen Sachen. Wenn es einmal in dir drin ist, dann kommst du eigentlich fast gar nicht mehr aus. Dann musst du es machen. Das ist dann wie ein innerlicher Drang. Also ich merke das auch tatsächlich bei mir selber. Manchmal gibt es so Phasen, da habe ich echt überhaupt keinen Bock. Überhaupt keinen. Und dann finde ich es eher nervig, wenn vielleicht gerade in der Zeit ein Paket kommt, wo ich sage, Schienen, da muss ich jetzt echt ein Video machen, zum Beispiel jetzt eben für ein Haul. Aber man hat halt Rückgabefristen, da kann ich jetzt nicht sagen, ich warte noch 3 Wochen, bis vielleicht irgendwann die Kreativität und Laune kommt. Da muss man es dann mal durchziehen. Wobei der Appetit kommt beim Essen. Meistens, wenn ich dann anfange zu filmen, dann überrennt es mich schon. Und dann macht es doch wieder total Spaß. Und dann gibt es Phasen, da könnte ich gefühlt jeden Tag 5 Videos drehen. Ich weiß dann immer gar nicht, worüber ich das machen sollte. Also meistens beschäftige ich mich dann eher mit meinen alten Videos und bearbeite da ein paar, die ich schon mal mir auf Halde gelegt habe für ein anderes Mal. Oder sammle ein bisschen Ideen, was ich noch so machen könnte in Zukunft. Jetzt fahr zu. Ja, aber da geht man halt einfach mit dem Flow. Jetzt habe ich tatsächlich gar keine Videos mehr, die ich noch bearbeiten kann, weil mein Haul ist vorbei und ich habe jetzt auch noch nichts anderes gedreht, was ich weiterhin bearbeiten könnte. Also muss ich jetzt schauen, das nächste Mal, wenn ich Zeit habe, dass ich mich da mal hinsetze und ein Video drehe. Das ist auch ein Anliegen, das ich an euch habe, wenn wir schon mal hier so zusammensitzen. Ich würde mich tatsächlich über ein bisschen mehr Feedback von euch freuen. Ein paar Rückmeldungen, was euch interessiert, was ihr vielleicht gerne wissen wollt, welche Themen euch beschäftigen, auch natürlich zu mir, was ich vielleicht besser machen kann, anders machen kann in meinen Videos. Ich habe schon ein paar Kommentare bekommen, aber das sind relativ wenige. Und also falls euch was auf der Seele brennt, was ihr gerne loswerden wollt, auch wenn es ein Verbesserungsvorschlag ist oder so, bitte, bitte überhaupt keine Hemmungen haben, mich da zu kontaktieren. Ihr müsst es ja auch nicht direkt über YouTube machen. Ihr könnt auch auf Instagram. Ich habe tatsächlich sonst leider keine Social Media Kanäle verfügbar, weil ich da überhaupt kein Freund von bin. Also es gibt tatsächlich momentan nur mein Instagram, oder ihr müsst halt auf YouTube Kommentar hinterlassen. Ich verstehe aber auch, wenn ihr das vielleicht nicht öffentlich machen wollt, weil wenn man jetzt sagt, ich habe irgendwie ein Problem, weiß ich nicht, mit meinem Freund, dann möchte man das sicherlich vielleicht nicht auf YouTube posten, öffentlich, vollkommen verständlich. Ich überlege, ob ich mir vielleicht einfach nur für den Zweck eine E-Mail-Adresse einrichte, damit man da einfach einen offenen Kommunikationskanal hat und das ein bisschen leichter auch für euch ist, mir eine Message zu schreiben, falls irgendwas für euch wichtig wäre, dass ihr nicht öffentlich posten möchtet. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, wenn euch irgendwas fehlt, wenn ihr noch irgendwas braucht, wenn euch irgendein Thema speziell interessiert oder ich vielleicht schon eins angesprochen habe, was ihr aber nochmal etwas detaillierter erörtert haben möchtet, dann immer her mit euren Fragen, je nachdem, wie viele es werden, falls überhaupt eine kommt, bitte, schreibt eine Frage. Nein, je nachdem, was so bei rumkommt, werde ich vielleicht auch ein berühmtes, Achtung, jetzt kommt das Wort, Q&A machen. Ich werde schon voll zu einem von diesen Fuzzis hier. Q&A, meine Instagram-Story. Ich möchte diese Lingo abgewöhnen, das ist eine Katastrophe. Aber mein Gott, das heißt halt einfach Q&A, also dann werde ich auch gerne ein Video zum Thema machen, eure Fragen und das dann durchgehen. So, jetzt bin ich gleich auf Arbeit. Das geht super. In meiner ersten und letzten Autosprechstunde habe ich ja extra mir so einen Halteteil für meine normale Kamera gekauft, die ich hier an der Seite am Fenster montieren kann und dann Videos aufnehmen. Und eigentlich war mein Plan, dass ich das heute wieder tue. Ich habe extra meine Kamera mitgenommen. Aber erstens mal finde ich den Winkel ein bisschen blöd. Und das Hauptproblem für mich zumindest, dass hinten, also quasi nach außen, der Bildschirm von meiner Kamera ist. Das heißt, wenn ich aufnehme, leuchtet der und man kann sehen, was ich aufnehme, nämlich mich, wie ich im Auto sitze, morgens um 7.18 Uhr und mich selber filme. Und ja, das muss jetzt der Nachbarfahrer nicht unbedingt bemerken,
meines Erachtens. Außerdem hatte ich eh mal irgendwann diesen Haltearm abmontiert, ist mir jetzt gerade aufgefallen, hat mir schon schieden, jetzt war es wohl mit dem Video gewesen. Aber ich habe von einem Bekannten so eine komische Handyhalterung mal bekommen, die ist zwar vollkommen kaputt und windig, aber ich habe die da jetzt irgendwie so festgeschraubt und montiert und hin und her, dass die halbwegs in meine Richtung zeigt, weil eigentlich zeigt sie nach da hinten. Und das funktioniert sehr viel besser, weil mit dem Handy aufnehmen ist einfach viel geiler. Wahrscheinlich ist auch der Ton besser, weil ich näher dran bin. Man sieht den Teil, den man sehen soll, nämlich nicht meine ganze Umgebung, sondern mich. Tada. Und ja, finde ich geil. Besser als diesen Kameraarm. Ich habe ihn ganz umsonst gekauft jetzt, aber gut, egal. So ist das Leben. Ja, in dem Sinne werde ich heute dann wahrscheinlich nochmal schauen, dass ich eine ordentliche Handyhalterung für mein Auto finde, damit ich vielleicht auch mal öfter mal wieder ein Autovideo drehen kann, weil das tatsächlich sehr entspannt ist und ich bin ja eh jeden Tag im Auto zur Arbeit, also passt. In dem Sinne kommen wir wieder zurück zum Wichtigsten. Danke, 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 wirklich. Keine Sorge, ich stehe gerade, ich schaue jetzt nicht im Fahren in die Kamera. Ganz, ganz, ganz vielen Dank für euren Support. Ich bin dankbar, ich weiß das total zu schätzen, dass ich es jemals auf 50 schaffe. Hätte ich echt nicht gedacht. Freut mich wahnsinnig, wahnsinnig. Für die 100 mache ich dann ein ganz großes Jubiläumsvideo mit Partytröte, Hut auf und weiß ich noch nicht, was ich dann anziehe. Da muss ich mir noch ein cooles Outfit aussuchen. Also freut euch drauf. Wird glorreich. Eigenlob stinkt. Naja, in dem Sinne, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, was auch immer ihr tut heute. Und ja, nochmal danke, 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 danke. Ich habe euch ganz arg lieb. Jeden einzelnen von euch und dich und dich und dich und dich. Und ja, ich hoffe, wir bleiben zusammen und haben noch ganz viel Spaß in der nächsten Zeit. Tschüss!